Auf meiner kleinen Exkursion durch die Glencadam-Abfüllung sind wir heute beim 18-Jährigen und 21er angelangt. Auch wieder nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und 46 Volumenprozente. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Schöne Farben, ne? Erinnert mich an den Farkless, da hat ja jedes Alter auch seine eigene bunte Dose. War es ja nichts Sinnvolleres, werdet ihr jetzt fragen, was du berichten kannst über diese Abfüllung? Nicht so wirklich. Es ist ähnlich wie beim 15er und 13-Jährigen oder auch beim 10er. Zur Fasszusammensetzung findet man nichts. Weder auf der Internetseite, der Tube noch der Flasche. Es gibt die nicht mehr oft, kann ich euch noch sagen. Ich nehme mal meine Karte. Den 18er bekommt man jetzt Mitte Mai 2022 ab 90 Euro und den 21er ab 130 und dann auch ein paar Shops mit 140 und noch mehr. Da habe ich mich gefragt, ob das etwas mit der Schließung zu tun hat. Von 2000 bis, ich glaube, Herbst 2003 war die Brennerei geschlossen. Habe ich ja letztens darüber erzählt beim 13-Jährigen. Das war ja eine Sonderabfüllung. Und ja, man konnte es so verstehen, dass da drin eben wirklich Malts enthalten waren, die kurz nach der Wiedereröffnung gebrannt worden sind. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn sie dann vieles dafür schon für 10er, 15er und von mir aus auch für diesen 13-Jährigen verbraucht haben, haben wir jetzt, ich rechne einfach mal den 18-Jährigen hoch, 2003, ne, 18 Jahre drauf, könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Könnte aber auch mit der aktuellen Situation da draußen zu tun haben, dass alles zurzeit knapp ist. Ich kann es euch nicht genau sagen. Der 21-Jährige müsste ja noch ein Kind von vor der Schließung sein. Da sie aber anscheinend, ihr dürft mich verbessern, nach der Wiedereröffnung genauso weitergemacht haben wie vorher, hat man hier nichts gehört wie bei Glendronach oder so. Um Gottes Willen, alles was danach ist, ist schlecht und nur die Abfüllung von davor sind die guten. Also nur der Vollständigkeit halber, er müsste eigentlich vor der Schließung gebrannt worden sein. Gut, ich hole sie mal raus, blende euch die Farbe ein. Ist das gleiche Foto wie beim 13er und 15er Video, da die ja auch damit drauf waren. Und da sage ich jetzt auch schon, der 21er hat einen kleinen Sherry-Anteil. Das ist der einzige, der so von der Farbe her, auch wenn es nur minimal ist, doch ein bisschen aus dem Rahmen fällt, ne? Schauen wir mal. Okay. Ich habe Glencadam jetzt kennengelernt als einen schönen, fruchtigen, malzigen, leicht mineralischen Malt, der für mich keine Halbgefahr birgt, da der Geschmack zu speziell ist. Er ist zu weit weg von super stark und intensiv, sowas für die rauen Jungs, die immer härter und mehr brauchen. Und auf der anderen Seite ist es zu weit weg von den Leuten, die was möglichst Feines haben wollen. Er kombiniert ein klein wenig von beiden, ja, aber auch nur minimal von den noch härter Sachen. Ja, ich fange mit dem 18er an. Ich kann zur Not noch auf den 10er zurückgreifen, auf den 15er. Vielleicht nehme ich den 15er gleich mal. Der 15er hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt, ich gucke nochmal, der 15er 56 Euro, 18er, ja okay, wie gesagt, es gibt ihn gerade kaum noch. Ich hoffe einfach mal, dass was nachkommt. Immer noch eine Malznote, finde ich. Immer noch eine helle Frucht. Mehr Kräuter, mehr Holz, das durchkommt. Süße, gleich auf wie beim 15er. Ja, muss ich gleich mal den 15er zu nehmen. Das Holz wirkt noch etwas voller, leichte Schokoladentöne, Vollmilch. Jetzt, wenn man, ich hatte ja vorhin den 15er.
Es ist minimal, das ist jetzt nicht so wie bei so einer Schokonote, wie beim, sagt es mir schnell, beim Glenmorangie, bei dem Portfinish. Die mineralische Note ist, finde ich, nicht so stark. Er hat nicht säuerlich oder nicht so was Säuerliches wie der 13er hatte. Sehr angenehm. Ob ich ihn auf 15 Jahre tippen würde, glaube ich nicht. Ja, ist noch ein bisschen pfeffriges, soll man sagen. Leicht scharfes, ohne es negativ zu meinen. Lebhafter als der 15er. Mehr Holz, mehr Feuer. Die Fruchtnote davor kann ich relativ oder sehe ich relativ ähnlich. Aber dann das Holz baut mehr auf. Vielleicht ein bisschen Refill europäische Eiche drin. Minimal auch hier. Würde ich sagen, weitestgehend amerikanische Eiche, wenn nicht komplett. Aber wär mein Tipp? Diese leichte, malzige, vanillige, mineralische Note. Die ist toll, wie die sich so durchzieht. Meistens mal mehr Vanille drin, mal weniger. Die Früchte werden süßer und voller. Vorhin sprach ich von tropischen Früchten, die auch so säuerliche Elemente drin haben. Er hat sowas, hier würde ich das eben eher als scharf und Pfeffer bezeichnen, als säuerlichen Touch. Ich nehme mal eben den 15er, weil mit dem muss ich nehmen. Süßer. Noch ein bisschen mehr Kräuter. Ich hatte ihn hier schon Kräuter, so ein Kräuterhonig angedichtet. Mehr Vanille. Mehr Malz, weniger Holz, viel weniger. Hellere Früchte. Ja, man kriegt das gar nicht mit, wie voll die Früchte und leicht dunkler. Also ich komme ja nicht in Sherry-Regionen rein. Aber ich spüle jetzt nochmal. Vielleicht hat er ja doch einen minimalen Sherry-Einschlag. Und wenn es nur irgendwie drittbefüllt ist. Ein paar Sherry-Fässer haben die. Denn ich habe auch eine Einzelfassabfüllung, die noch folgen wird, aus dem Oloroso-Sherry-Fass. Es gibt ja gefinischte von denen, die folgen auch noch. Ich glaube, 19er Oloroso oder sowas habe ich da hinten stehen. Bisschen floraler. Mehr Heide. Voller insgesamt. Schöner Körper. Sämiger, also cremiger, sagen wir es mal so, als die anderen. So eine leichte Cremigkeit haben, die mich schön mitgenommen hat. Hier deutlich mehr. Deutlich voller vom Holz. Was ist das? Kein frisches Holz. Es ist so eine Mischung aus dunkler Tee, leichte Schoko-Einsätze oder Ansätze. In die Richtung geht's. Den muss man wirklich
genießen. Der hat richtig Understatement. Der verändert sich bestimmt nochmal, wenn die Flasche halb leer ist. Also würde ich drauf wetten. Aber richtiges Brett. Also den als 15er. Ich könnte mir vorstellen, dass man das vom 15er erwartet. So, ich spül nochmal. Dazu auch dann dieses leichte Scharfe da drin. Sehr schön. So leichte Orangen, vollreifer Pfirsich, generell tropische Eindrücke. Die Süße ist irgendwie konzentrierter. Ich möchte gar nicht sagen, dass er süßer ist, aber sie ist irgendwie, kommt so ein bisschen voller in die Nase. Die Kräuter wieder, die Heide. Das Mineralische, das ist echt schön. Ganz kurz rübergreifen. Habe ich da aber auch das Holz. Also nicht mit der Süße, ich war jetzt bei den Kräutern. Mal gucken im Geschmack. Das Holz, also relativ ähnlich. Wie gesagt, etwas süßer im Eindruck her, nicht in der Intensität, hört sich verrückt an. Der hat, also wenn man mir sagen würde, der hat einen kleinen Sherry-Einfluss, würde ich das sofort bejahen wollen. Vielleicht ist es auch einfach intensivere Ex-Bourbon-Fassreifung, 21 Jahre. Aber er hat einen unheimlich warmen Körper. Ich hatte das beim 15er, der kam mir noch so schön schottisch kalt vor. Beim 18er wurde es ein bisschen wärmer, das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt. Oder die Früchte wurden ja auch süßer. Aber hier, das ist irgendwie wie Sommer, wie Wärme, wenn man die Augen zu hat, die auf die Haut trifft. Oder Sonne, die auf die Haut trifft und diese Wärme, die man dann empfindet. Und es kommt gar nicht großartig was dazu. Das Holz wird ein bisschen dunkler, das Holz wird kriegt ein bisschen mehr Bitterkeit. Und das nimmt man ja oft so negativ aus. Ich bin verbittert. Aber nein, hier im Positiven für mich als Holzfreund, für jemand, der jetzt nicht den Oberhammer braucht, vielleicht dann eher beim 18er bleiben. So, wenn mir auch einer sagen würde, der hat so ein leichtes Finish erhalten, könnte ich das auch noch verstehen. Also wirklich mit leicht meine ich, wir haben es jetzt nicht in triefend nasse Fässer geschüttet. Oder von mir aus, wir haben das ganze Wetting gefinisht, sondern nur ein Teil. Irgendwie sowas. Oder eben, ich habe einen minimalen Einsatz drin. An Sherryfässern. Von mir ist auch zweit befüllt. Die Heide ist so präsent mit diesem Honig. Und also es ist, wie gesagt, vom Holz ein bisschen, was kommt dazu? Und der Rest ist einfach noch mal intensiver. Ich liebe dieses Durchprobieren nach oben hin, auch wenn es eben immer teurer wird, aber irgendwie so eine leichte Pfefferminznote, wo ich hier sagte, er ist noch ein bisschen scharf. Das hat er hier, finde ich, gar nicht, aber so eine leichte, frische Pfefferminznote ist da mit drin. Toll, intensiv. Also ich glaube, man darf ihn jetzt gar nicht, man muss diese Brennerei für sich nehmen, wenn man sagt, man mag den Grundcharakter, möchte den erleben, wie er älter wird. Tolle Sache.
Ich glaube, der würde bei vielen 21-Jährigen, wenn man sie direkt miteinander probiert, vielleicht als ein bisschen zu blass erscheinen. Niedergemacht werden. Ja, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn man, wie gesagt, vom 15er über 18er, ah, tolle Sache. Das ist ein Peterson Crusoe Whisky. Generell wäre ich wirklich mit jedem von diesen Altersgängen zufrieden. Den 13er bräuchte ich jetzt, also würde ich wirklich versuchen, was anderes noch zu ergattern. Aber ob es jetzt der 10er ist, der 15er, 18er, 21er, was Schönes zum Runterkommen, zum Genießen. Der 13er ist eher was zum Weiterentdecken. So ähnlich wie die Signatory-Abfüllung mit 10 Jahren, die ich hatte. Nochmal die Brennerei aus einer anderen Sicht kennenlernen, wenn man noch nicht genug hat. Aber der, oh, finde ich gut. Davon stelle ich mir auch nochmal was zur Seite, wenn ich in einer Woche oder so mich um die Finish-Sachen kümmere. Gerade diesen 19-Jährigen bin ich ziemlich sicher, dass der 19 ist und dann Sherry. Purer Vergnügungsschluck. Nochmal zum 18er. Das Mineral, also dieses erdig-mineralische fällt mir hier sofort mehr auf. Und eben ein paar Grad weniger. Er hat irgendwie mehr Malzigkeit, aber auch mehr Schärfe. Ha. Schön. Ja, ich genieße diesen Trip zu Glencadam. Zwei Einzelfässer warten noch und zwei oder drei Finish-Sachen. Also, bis demnächst. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.